Ja, ich bin's wieder, euer Rolf. Und ihr wisst ja, sollte der Roller nicht mehr laufen, müsst ihr euch nicht gleich besaufen. So, hallo, liebe Leute, ich bin's wieder, euer Roller Rolf. Ja, und was bin ich diesmal? Diesmal bin ich Fahrrad Rolf. So, Leute, ich muss heute mal ein Fahrrad machen. Beziehungsweise, ich mache aus zwei Fahrrädern eins, was läuft. Ne? Erstmal fange ich an. Ja, weil irgendwie haben die einen Platten. Ja, habe ich letztens beim Duschen auch festgestellt, ich hatte auch einen Platten. Ne, wir gucken mal, was wir hier machen müssen. So Leute, wie ihr das von mir kennt, zeige ich euch natürlich erstmal jetzt hier dieses eine Fahrrad. Das ist das Fahrrad, wo meine Frau immer mitfährt. Ja, das Problem ist, dass hinten immer die Luft runtergeht. Sie muss immer pumpen. Ja, ne, ich will nicht, dass meine Frau pumpt. Ne, ja, nachher kriegt sie noch dicke Arme. Ne, und dann kriege ich mal eine Backen. Und dann geht das Licht nicht. Ne, und dann müssen wir jetzt mal gucken und das umbauen. Dann haben wir hier auf dieser Seite haben wir das Fahrrad, was meine Frau früher gefahren hat. Ja. Ne, da sind auch einige Probleme, aber da sind zum Beispiel ist hier so ein geiler Gelsattel, ne? Ja, damit das Mädel weich sitzt, ne? Hoppe, hoppe, Reiter, ne? Und jetzt bauen wir das Ganze mal um hier. Ja, nachdem ich jetzt hier diesen Sattel hier abgemacht habe, ne? Ja, was mich ein bisschen verwundert, ist die Schrauben, ne? Ist überall anders, ne? Habe ich gedacht, ja, wie man so denkt, ne? Jetzt nimmst du diesen Sattel komplett mit der Stange und steckst den hier rein. Jetzt seht ihr aber, da ist nichts mit so einstecken. Das funktioniert nicht wirklich. Also muss ich mir jetzt was anderes einfallen lassen. Weil der hier hat hier nämlich so eine Dämpfung. Ja, bei meiner Frau, ne? Ja, mit ungefähr 50 Kilo, wenn dieses Gewicht über den Asphalt gleitet, wäre das besser, wenn es dämmt. Ja, das ist jetzt soweit umgebaut. War ein bisschen schwieriger wegen der Halterung, aber. Ne, dieser Gelsattel, ne, jetzt rotze ich hier mal so ein bisschen drauf mit WW40. Ja, ihr wisst ja, ne, ja, wer gut schmiert, der gut fährt. Ne, es muss ja reingleiten hier. Hier gleitet im Augenblick gar nichts. Wahrscheinlich muss ich diese Schraube mehr öffnen oder mal hohe Gewalt anwenden. Manchmal ist das gar nicht schlecht mit roher Gewalt, aber wir versuchen, sowas immer zu verhindern, meine Lieben. So, 15er Schlüssel, die Schrauben hier lösen, habe ich schon gemacht. Ne? Ja, dann können wir das nach vorne ziehen. So, dann müssten wir hier rüber. Die Kette normalerweise. Runter. Ja, lange nicht mehr am Fahrrad gewesen, würde ich mal sagen. Wenn wir jetzt hier mal schauen, das ist das Problem. Wir haben einmal, habe ich nicht drauf geachtet, einmal ein 26er und einmal ein 28er. Aber ich habe da noch was liegen. Ja, jetzt haben wir erstmal die Luft runtergelassen. Das Ventil rausgenommen und jetzt müssen wir natürlich die Decke hier rüber kriegen. Viele sagen, nimm einen Löffel oder irgendwas. Ne? Ja, ich, ne? Spinat gegessen, nehme das, drücke das jetzt hier so rüber und dann seht ihr, dann kann ich hier beigehen und kann hier diese eine Seite, kann ich schon mal so rüberziehen. So. Jetzt haben wir das und dann gehen wir bei, müssen, wo haben wir es denn? Müssen dann hier beigehen, diese Schraube vom Ventil lösen, ne? Weil wir wollen ja den Schlauch hier raus haben. So. Und wenn wir das gemacht haben, die Decke haben wir vorne, dann können wir das rausdrücken hier, das Ganze, und gehen dann bei und ziehen diesen Schlauch hier raus.
Jetzt könnten wir den flicken, aber weil ich noch was liegen habe, ne, mache ich da jetzt einfach einen anderen rein. Tja Leute, da das alles nicht funktioniert, habe ich zufälligerweise, habe ich hier noch einen 28er Schlauch. Und jetzt nehme ich mal den Schlauch und baue den da ein. So, das ist jetzt der neue Schlauch mit Ventil. Ventil erstmal rausdrehen. Ich hoffe, das ist ein Blitzventil. Die sparen da auch manchmal am falschen Ende, ist aber ein Blitzventil. So, dann diese Schraube wieder runter. Weil wir müssen ja jetzt wieder reinstecken. So, wir haben uns dann auch nochmal überzeugt, das ist ganz wichtig. Hier seht ihr innen drin, das tasten wir mal ab mit dem Finger ringsherum. Nicht, dass ihr irgendwas von den Speichen durchguckt. Und dann habt ihr natürlich sofort wieder einen kaputten Schlauch. Hallo. Hallo. Alles okay. Super. Ja, es geht. Ich repariere das Fahrrad von meiner Frau. Ja, damit die nicht nölig ist, weißt du? Ja, fährt immer einkaufen damit und einkramt. Ne? Ich repariere immer alles und meine Frau, weißt du, das Fahrrad funktioniert nicht richtig. Ist auch scheiße. Ja, der nächste Schritt ist dann, Decke zurückbiegen. Hier den Schlauch nehmen, so reinstecken. Dann nehmen wir diese kleine Schraube, damit das schon gleich Halt hat und rutscht uns nicht mehr raus. So, na, die dreht er dann ganz hoch und dann ist gut. So Leute, wenn wir denn das Ventil so reingesteckt haben, ne, nehmen wir diesen Schlauch. Ne, vorher haben wir uns überzeugt, habe ich euch ja gesagt. Und müssen jetzt diesen Schlauch hier, könnt ihr sehen, den müssen wir jetzt hier so runterpacken, dass der ordentlich liegt, ringsrum. Hm. Achtet drauf, dass da keine Knicke drin sind. Und dann packen wir den hier so rein, dass der ordentlich sitzt. Ne, heile müsste er sein, da er ja neu ist. So. Ja, nachdem ich jetzt, ne, ihr müsst das nämlich dann, wenn ihr den Schlauch reingesteckt habt, müsst ihr das wieder so rüber drücken. Ne, habe ich jetzt nicht aufgenommen, weil das ist ja ganz simpel und einfach, so wie man es auseinander gemacht hat, drückt man es dann wieder rüber. Ventil ist drin, ist übrigens ein Blitzventil und ne, war im Preis inbegriffen. Dann nehmen wir die Pumpe und pumpen. Ne? Ich habe da auch schon was vorbereitet. Deswegen. Und wenn ihr gepumpt habt, ne, dann könnt ihr noch mal gucken, hier der ganze Rand hier auf beiden Seiten, dass die Decke hier auch ordentlich sitzt. Ne, das ist ganz wichtig. Ne, eventuell noch mal eine Sichtung machen hier oben auf dem Profil, weil wir hatten hier schließlich ein Loch. So mit der Hand mal rüberfassen, ob hier noch irgendein Gegenstand drin ist. Kann ja sein, ein kleiner Nagel oder irgend sowas. Okay. Ja, nochmal. Oi. So, jetzt kommt die wichtigste Phase. Und zwar, der Kettenspanner wird hochgedrückt. Ihr hakt das hier ein in der Kette. So, dann drücken wir das nach unten. Ja. Irgendwas klemmt hier noch, wahrscheinlich die Bremse. So, dann haben wir das schon mal hier. Schrauben gelöst, dann müssen wir das nach hinten jetzt bekommen hier, bevor wir das festmachen können. Tja, das Rad ist drin, Schrauben haben wir angezogen, achtet drauf, dass es gerade drin steht. Ne? Dann machen wir Folgendes, wir testen hier, unten die Bremse muss ich nachstellen, ne? Deswegen geht es so ein bisschen schwer. Und dann sprühen wir hier das mal so ein bisschen allen, ne? Bewegen dabei das Rad.
und sprühen die Kette so ein bisschen ein, damit das alles ein bisschen leichtgängiger ist. Seht ihr? So, wenn er jetzt hier mal schaut, ne? Ja, meine Frau kriegt jetzt auch einen neuen Ständer. Ja, keine Scheidung, einen neuen Ständer. Und zwar seht ihr hier der Ständer und dann seht ihr, dass das Rad hier sehr hoch steht. Das ist also das alte Rad, was wir als Heilespender genommen haben. Und, ne? Und 26 und der Ständer ist für einen 28er. Deswegen steht das so hoch und das nicht so cool, weil dann fällt das Ding schnell um. Da das andere Rad ein 28er ist, sollte das passen und für meine Frau nur vom Feinsten. Tja, also mit dem Ständer hier, der ist schon geil, aber das ist genauso scheiße. Ich habe den montiert gehabt wie vorher, ne, bei dem anderen 26er Fahrrad. Bei dem 28er steht das hinten auch so hoch. Also haben wir den normalen wieder dran gemacht. Dann habe ich natürlich hier noch die Bremse eingestellt. Dazu muss man hier mit dem Zehner Schlüssel das lösen und geölt. Und die Bremsbeläge müssen genau hier drauf passen. Dreht das Rad, nicht dass das hakt, ne? Also am Rad drehen. Ne? Und dann ist das okay. So, ich hebe jetzt mal dieses tierische Fahrrad an. So, dann drehe ich und jetzt, seht ihr, ja, es bremst. Jetzt kommt das Schönste. Ja, Probefahrt. Ich mache immer eine Probefahrt. Also Ständer einklappen. Boah, wie lange bin ich schon kein Fahrrad mehr gefahren. Ja, der Sattel, den müssen wir noch ausrichten für meine Frau. Ja, die ist ja nur so groß wie ein Hobel. Klingel geht auch. Ab dafür. Ui, 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 ui. Boah, Leute, lasst uns ehrlich sein. Bin lange kein Fahrrad mehr gefahren. Meine Probefahrt ist ja immer das Gleiche. Ne, hier um Block, aber mit so einem Fahrrad. Ja, Respekt. Ich wundere mich immer, warum meine Frau so Kondition hat. Ja, wenn sie in der Küche ist beim Kartoffelschälen. Okay, bis dann. Ciao. Ich habe jetzt hier hinten noch ein Körbchen drauf gemacht für meine Frau. Ja, nicht wegen, ne, Rotkäppchen und der böse Rolf, ne, mit Straps noch befestigt, weil es soll ja auch Diebe geben und so, und außerdem muss das fest sitzen, wenn meine Frau einkaufen geht, ne, nicht, dass da irgendwas passiert, das wäre ja schrecklich, denn verhungere ich. Tja, Leute, ich mache mal wieder Pause, ja, mein Lehrling ist auch gerade gekommen, ne, hat Kaffee gebracht. Ja, ist ja nebenbei auch meine Göttergattin. Ne? Und Fahrrad habe ich jetzt fertig gemacht. Ja, ich bin ja echt ein toleranter Typ. Ihr wisst das nicht. Ne? Ja, ich bin das vierte Mal verheiratet und meine Frau 21 Jahre mit zusammen. Und ich bin so ein Typ. Ne? Ich kann zum Beispiel meine Frau nicht arbeiten sehen. Ja, ich mache die Küchentür zu, wenn sie in der Küche steht. Und so, so bin ich halt. Sie hat mir jetzt ein Käffchen vorbeigebracht. Ich mache eine kleine Pause, dann mache ich weiter, ja, an diesem tollen Fahrrad, ne, damit meine Frau immer sicher nach Hause kommt. Ja, was nützt sie die beste Frau, ne, wenn sie nicht nach Hause kommt? Okay, Prost Kaffee und schnell ausschalten, weil Rauchen ist erst ab 16 Uhr.